Wir sind heute hier in Berlin beim Xbox Meetup inklusive dem Gaming. Wir haben ein paar coole Partner dabei, Humane Elektronik und Gaming ohne Grenzen. Und wir sprechen heute darüber, wie Gaming inklusiver wird, immer mit unserem Motto im Kopf, when everyone plays, we all win. Hi, ich bin der Niklas, ich bin 27 Jahre alt, ich bin professioneller FIFA-E-Sports und Content-Creator, Director E-Sports bei Leno E-Sports und Content-Creator für den VfB. Also ich bin Alesia, im Internet unter dem Namen Lesibisol bekannt und ich bin hauptberuflich Streamerin bei Twitch. Mein Name ist Laura Gilnherr, ich bin Unternehmensberaterin für Inklusion, Barrierefreiheit und Diversity und schreibe Bücher. Mein Name ist Saskia Möß, ich bin medienpädagogische Fachreferentin bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. Mein Name ist Oliver König, ich bin Mitarbeiter der Humanelektronik und wir sind Spezialisten im Bereich Umfeldsteuerung, Sondersteuerung im Rollstuhlbereich, Kommunikation für Arbeitsplatzausstattung und seit 2021 bieten wir halt auch Hardware im Inclusive Gaming an. Es ist mir sehr wichtig, weil ich in der Arbeit bei Gaming ohne Grenzen halt immer wieder mitbekomme, dass es für die Jugendlichen sehr, sehr wichtig ist, Teilhabe an diesem Medium zu bekommen. Und deswegen ist es auch über die Arbeit im Projekt hinaus uns total wichtig, für das Thema Sichtbarkeit zu schaffen und Leuten zu zeigen, dass es wichtig ist, dass alle Menschen irgendwie teilhaben können und zusammen spielen können. Ich finde es total schön, dass sowas überhaupt existiert, dass Xbox was überhaupt schon rausgebracht hat, was Leuten helfen kann, wo ich selber auch schon denke, vielleicht könnte mir das auch helfen, weil ich einfach nur schlecht mit Tastatur bin, wo ich denke, das war gerade schon sehr entspannt, vielleicht muss ich das auch mal ausprobieren. Extrem wichtig ist, das den Leuten nahe zu bringen und wir halt auch auf jeder Messe erfahren, dass die Leute es nicht wissen, was es für Hilfsmittel überhaupt gibt. Und deswegen war das hervorragend heute hier. Es ist sehr wichtig, dass Menschen mit Behinderung bzw. Charaktere mit Behinderung einfach Teil eines Spiels sind. Müssen auch gar nicht in der Hauptrolle sein. Die Behinderung soll auch gar nicht im Fokus stehen. Sie soll auch nicht negativ behaftet sein, sondern einfach Teil des Spiels, wie es auch so Teil der Gesellschaft ist. Ich finde das so schön und so spannend, weil meine eigene Behinderung ist so sehr identitätsstiftend. Und ich möchte, dass viel mehr Behinderung da draußen gesehen und wahrgenommen wird. Und irgendwie ist es mir immer so ein krasses Anliegen, dass auch mein Charakter irgendeine Behinderung hat. So, ich finde das total geil, weil das so die Persönlichkeit und diese ganze Geschichte auch irgendwie beeinflusst. Und genauso würde ich es auch machen oder immer wieder versuchen, wenn ich einen Charakter baue, wo mir das möglich ist in einem Spiel, dass dieser Charakter eine Behinderung hat. Ja, weil ich nicht immer auch so ein Stück weit selber in diesem Charakter vielleicht wiederfinden möchte. Also es ist auch da ein schmaler Grat. Will man die Behinderung in den Vordergrund stellen oder will man eigentlich den Charakter des Menschen oder des Charakters in den Vordergrund stellen? Das finde ich zweiteres tatsächlich immer noch wichtiger. Das ist nur meine persönliche Meinung, aber man muss natürlich irgendwie Awareness schaffen. Im Thema Gaming muss man einmal so ganz ehrlich sagen, da macht Microsoft Xbox einen guten Job, die haben das jetzt immerhin seit 2018 durch einen Adaptive Controller auf dem Schirm. Viel mehr Werbung oder Aufmerksamkeit auf dem Thema kommen sollte, damit mehr Menschen sich nicht alleine fühlen. In der Welt, wo wir so Social Media mäßig so uns alleine fühlen, lasst alle auf Discord-Server chillen und reden miteinander und über Games reden und gucken, dass wir alles auch zocken können zusammen. Weil das ist halt so ein Gemeinschaftsgefühl. In dieser Branche ist es eigentlich das A und O. Das sollte selbstverständlich sein. Deswegen umso mehr sollte das hier reinkommen in diese Branche.